Komm, gib Gas! Hier muss man eigentlich schön Piano machen. Ach so, Leute, ich nehme jetzt erst auf. Wir sind jetzt bis zum Edersee gefahren und ab Edersee nehme ich die Fahrt jetzt ein bisschen auf, so schön rund um den See rum. Vorne sind zwei Freunde von mir. Eine fährt am Pilja, der andere fährt G6R 1000. Ja, und ich fahre ein Oldie, 31 Jahre alt. Mein Schätzchen, was ich hier habe, CBR 1000. Ich hoffe, dass man mich einigermaßen verstehen kann, weil das Mikro, das habe ich jetzt erst angezimmert. Und naja, muss ich gucken. Ich hoffe, dass die Windgeräusche nicht so stark sind. Ja, hier muss man schön Piano fahren. Hier ist eigentlich 50. Und war schön easy. Aber der schöne Blick und alles ist schon. Vor allen Dingen ist Wasser drin. Es gab ja mal eine Zeit lang, da war hier wirklich Wassernotstand. Fahren wir schön Piano jetzt hier. Also der Edersee ist immer eine Fahrt wert. Gerade jetzt im Frühling, wenn es auf den Sommer zugeht, alles schön grün ist. Entschuldigung. Heute am 1. Mai ist ein richtig schöner Tag. Haben wir auch lange nicht gehabt. Also sonst war am 1. Mai öfters Regen gewesen. Aber jetzt kann man eine schöne Fahrt machen. Hier, schaut euch das an. Wunderbar. Ja, das kann man so schon mal richtig schön ansehen hier. Geile Strecke. Vorne fährt ein schwarzer Ferrari. Natürlich auch eine schöne Art, sich fortzubewegen. Aber bei
bei dem Wetter genieße ich ja die Zweiräder. Jo, 1. Mai, schönes Wetter. Edersee wohl gerammelt voll, ne? Das ist ganz klar. Vor allen Dingen werden hier wieder hunderte von Motorrädern stehen. Könnte ich jedenfalls drauf wetten. Also Parkplatz mit dem Auto wird dann ganz, ganz schwierig wird das werden. Das Video wird nicht sehr lange gehen. Ich werde einfach mal so ein bisschen jetzt die Fahrt am Edersee entlang, die wollte ich filmen. Und ich denke mal beim Zündstoff wird das Video dann enden. Da oben ist das Schloss. Da kann man mit einer Gondel hochfahren. Jetzt kommen wir gleich in den Bereich, wo man abfährt zur Gondel hin. So, wenn man sich jetzt hier links einordnet, dann kann man mit der Gondel da hochfahren zum Schloss. Ne, hier war das nicht. Hier muss man links abfahren, ein Stück da oben raus. Und dann geht's ab mit der Gondel. Eine wunderschöne Gegend hier. Dass die Kamera das einigermaßen einfängt. Da unten schwimmt schon einer. Das ist natürlich sehr mutig bei der. Ich denke mal, so warm ist das Wasser auch noch nicht. Aber naja. Jeder wie er für richtig hält. So. Jetzt ist es nicht mehr allzu weit.